Hallo zusammen. Ich bin jetzt seit fast 2 Monaten auf der Farm in Australien, wie letztes Jahr. Und heute habe ich gedacht, nehme ich euch mal mit nach draußen, weil wir haben gerade einen super schönen Sonnenuntergang. Und die Farben kommen leider nicht wieder so geil rüber. Und habe gedacht, ich spreche mit euch über ein Thema, so was ist das Wichtigste, was ich irgendwie gelernt habe auf Weltreisen? Und ich glaube, das, was mir jedes Mal so im Kopf gekommen ist, ist, wenn ich einen Ort besucht habe oder durchtravelt habe und der war super und ich hatte mega geile Erfahrungen gemacht beim ersten Mal. Und ich bin dann ein zweites Mal da wieder hin, weil ich dachte, hey, das wird bestimmt so geil, das war beim letzten Mal cool. Es wird beim zweiten Mal meistens nie so geil wie beim ersten Mal. Und ich glaube, das ist das, was ich von der Weltreise am meisten gelernt habe, ist, wenn du das erste Mal eine perfekte Erfahrung hattest, die beste deines Lebens, besuche diesen Ort nie ein zweites Mal, weil der Ort kann meistens diese Erfahrung nicht toppen und es wird eher eine Enttäuschung, als dass es halt noch mal besser wird oder genauso geil wird wie beim ersten Mal. Und ich glaube, ich sollte mich selber an meine eigenen Vorsätze halten und sagen, gehe nie wieder zurück an einen Ort zum zweiten Mal und genieße das beim ersten Mal und hab die Erinnerungen weiterhin im Kopf und versuche die nicht durch andere zu ersetzen, weil ja, meistens geht es dann irgendwie in eine Hose und das ist dann nicht so geil wie beim ersten Mal. Und ja, deswegen werde ich das weiterhin auf meiner Weltreise so als ersten Punkt aufschreiben, einen Ort besucht, abhaken, kein zweites Mal hingehen. Weil ich glaube, wenn ich so im Nachhinein überlege, ich habe bisher Orte, die ich zweimal gesehen habe, nie so geil gefunden wie beim ersten Mal. Kein einziges Mal. Und deswegen werde ich das auch so wie mit Malapascua auf den Philippinen. Ich hatte vorgenommen, da nochmal hinzufahren, aber ich werde es nicht machen, weil diese erste Erfahrung war so der Hammer und es war so geil, dass ich gesagt habe, ich gehe da nicht noch mal ein zweites Mal hin. Das wird nachher nur scheiße. Und dann sind die Erinnerungen, die du da vom ersten Mal hattest, verschwimmen dann so. Und dann war es halt nachher doch nicht mehr so geil. Und das will ich mir bewahren. Und deswegen lautet mein Vorsatz fürs neue Travel-Jahr, einen Ort jeweils nur einmal besuchen. Und nicht öfters als einmal. Ja. Ich glaube, das ist so, ich weiß nicht, wie sind eure Erfahrungen dabei? Habt ihr Orte schon mehrmals besucht und ist euch das auch aufgefallen? Oder habt ihr ganz andere Erfahrungen gemacht wie ich und ihr wart beim zweiten Mal mehr begeistert davon als beim ersten Mal? Dann würde ich mich freuen, wenn ihr es einfach unten in die Kommentare schreibt. Und ja, dann danke fürs Zuschauen und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis dann.